Moin Leute und willkommen hier zu einem neuen Video. Ja. Der Synchro steht in der Scheune an der Hebebühne und das kann eigentlich nur eine Sache bedeuten. Es ist mal wieder was kaputt, der eine oder andere weiß es vielleicht schon. Der Synchro hat einen Getriebeschaden. Er bewegt sich noch, man kann ihn noch fahren, aber man hat sehr, sehr laute Geräusche dabei. Jetzt hört man es. Ja, die Geräusche sind relativ eindeutig, aber es gibt nicht nur die Geräusche, ich habe auch noch Späne im Getriebeöl gefunden. Ja, im Endeffekt kam ich einfach nur darauf, nachdem die Geräusche auf einmal auftraten, habe ich mir das Getriebe von unten mal genauer angeguckt, entdeckt, dass es doch ein bisschen ölfeucht war, festgestellt, der Getriebeölstand war ein bisschen zu niedrig. Dann habe ich das Öl probehalber halt mal abgelassen, ja, da waren ziemlich viele Späne drin, auch die Magnetschraube war voll von Spänen. Und ja, auch neues Öl hat nichts gebracht, von daher muss das Getriebe raus. In ein paar Tagen wird es abgeholt, ich kriege im Austausch ein überholtes Getriebe. Die Dinger sind schweineteuer für ein Synchro und auch kaum noch zu kriegen. Ich habe irgendwie vier Betriebe angerufen, die es eigentlich machen, aber die haben dann alle, oder die meisten haben gesagt, nee, Tefe Synchro machen wir nicht mehr. Ja, aber ich habe jemanden gefunden. Gucken wir mal, ob es auch was taugt. Ein Jahr habe ich ja immerhin Garantie. Man könnte jetzt einfach nur das Getriebe ausbauen und den Motor drin lassen. Ist vor allem beim Synchro sehr kompliziert durch den Linkgetrieb. Ich werde die Chance nutzen und beides gleichzeitig ausbauen. Da ich auch keine Klima habe, die angeschlossen ist, ist das ja relativ einfach. Und meine Ölwanddichtung ist auch undicht. Das ist beim Synchro aber auch ziemlich schwierig, die Ölwanddichtung zu tauschen, weil da auch der Linkgetrieb im Weg ist. Wenn aber Motor und Getriebe draußen sind und getrennt sind, komme ich an alles ran. Dann kann ich die Ölwanddichtung machen und dann verliert er hoffentlich auch kein Öl mehr. Und wenn ich dann schon mal an alles rankomme, mache ich hier gleich die Vakuumpumpe. Die klackert nämlich. Ich habe schon ewig, seit Ewigkeiten eine neue da, habe sie bisher nicht eingebaut. Wenn der Motor draußen ist oder zumindest die ganze Front weg, kommt man da super ran. Thank you.
fest. Ja, Motor und Getriebe haben wir gestern erfolgreich ausgebaut. Das lief deutlich besser als bei Vincent. Liegt wahrscheinlich unter anderem auch daran, dass hier keine Klimaanlage ist, die im Weg war. Ja, das Getriebe haben wir auch komplett nackig gemacht. Alle Sensoren ab und so weiter. Also alles an Anbauteilen ab. Und jetzt warte ich drauf, dass das Neue kommt und das Alte direkt dann wieder mitgenommen wird. Und in der Zwischenzeit gibt es noch so ein paar Arbeiten, die ich erledigen kann. Zum Beispiel die Vakuumpumpe tauschen. Die sitzt ja hier. Die macht schon seit Ewigkeiten klackernde Geräusche. Ich habe schon seit Ewigkeiten eine neue da liegen, habe es aber nie getauscht, weil ich mir immer dachte, ach nö, es geht so. So dringend ist es ja noch nicht. Es ist auch noch nicht dringend, aber wenn sie eh schon Geräusche macht und ich jetzt so perfekt da rankomme, wäre es sinnvoll, sie gleich zu tauschen. Warte mal, irgendwas hatte ich im Kopf mit OT drehen. Ich habe ja auch gelernt, bei den neueren T4 gibt es ja gar keine Dichtung mehr, sondern da wurde die Ölwanne aus Kostengründen nur noch mit Dichtmittel eingesetzt und deswegen ist es teilweise schwierig, die abzukriegen. Ich setze aber auf jeden Fall wieder eine richtige Dichtung ein und vielleicht sogar noch Dichtmasse dazu, damit es auf jeden Fall dicht ist, denn im eingebauten Zustand komme ich da quasi nicht dran. Ja, also die Ölwanne ist ab. Ich weiß nicht, ob das gerade noch gefilmt wurde. Nachdem ich die letzte Schraube gefunden hatte, ging das auch ganz gut. Ja, der ein bisschen Ölrest, der da jetzt noch drin war, den habe ich ausgekippt. Jetzt sammelt sich natürlich wieder was, aber da ist jetzt nicht irgendwie großartig Schlamm oder so. Das ist schon mal gut. Ja, jetzt muss ich hier die Dichtflächen natürlich sauber machen an beidem. Das ist unter dem Motor natürlich schwierig. Das wäre natürlich einfacher, wenn er eingebaut ist, aber ja, ist jetzt halt nicht. Ja, und wenn die Dichtfläche sauber ist, dann schnappe ich mir die Dichtung. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt wirklich noch Dichtmasse dazu knall, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann kann ich sie wieder festschrauben. Und dann habe ich diese blöde Aufgabe erledigt. Thank you.
So, das neue Getriebe ist da. Und bevor ich das ranbauen kann, muss ich es natürlich wieder vorbereiten und so ein paar Teile wieder ranbauen. Ich verbaue jetzt sogar das alte Ausrücklager. Normalerweise würde ich das nie machen, aber ich habe das vor 2 Jahren neu gekauft und vor 2 Jahren halt verbaut. Das ist noch gut. So, ich habe meine Steckquelle bekommen, endlich. Hat leider ein bisschen gedauert. Schneiden wir raus. Zwei. So, ich habe noch ein kleines Problem. Und zwar habe ich die Kupplungsleitung, die Kupplung ist ja hydraulisch, direkt am Getriebe getrennt. Und da wird die einfach nur reingesteckt und dann mit so einem kleinen Sicherungsclip gesichert. Und diesen Sicherungsclip, den finde ich nicht mehr. Ich bin der Meinung, ich habe ihn an einen sicheren Ort gelegt. Ich habe auch eine ganz dunkle Idee, wo. Ich habe ihn nicht gefunden, ich habe gestern ewig gesucht. Ich habe inzwischen online auch eine Teilenummer und so weiter gefunden, habe auch gleich online Angebote gefunden für 12 Euro für so eine kleine Metallklammer, wo ich so denke, Alter, Problem wäre halt Lieferzeit und so weiter, ist irgendwie fast eine Woche angegeben. Und dann habe ich heute Morgen einfach mal bei VW angerufen, die haben gesagt, jo, geht, kannst du heute Nachmittag abholen. Das heißt, in 1-2 Stunden kann ich ihn abholen. Also gucke ich jetzt mal, wie viel ich jetzt schon weiterarbeiten kann, denn der Clip sitzt hier unten drin. Das heißt natürlich, ich will den Kühler noch nicht reinsetzen, weil ich mir dann alles verbaue. Aber ich gucke mal hier, die Frontstoßstange allgemein geht schon, dann kann ich schon mal ein paar Kabel ziehen. Genau, und dann muss ich nachher eher einkaufen, dann fahre ich bei VW vorbei, hole diesen kleinen Clip. Ich habe auch gleich 3 bestellt, die anderen beiden lege ich mir einfach auf Lager, weil die kosten irgendwie 2,50 oder so das Stück. Ich habe jetzt schon einige Stecker zusammengesteckt, aber noch nicht alle. Es fehlen zum Beispiel alle Stecker an der Dieselpumpe und so, aus einem guten Grund. Mir ist nämlich gerade der Gedanke gekommen, das Getriebe ist ja irgendwie lackiert
und ich möchte sicherstellen, dass die ganzen Masseverbindungen passen, vor allem beim Anlasser. Der ist angesteckt, von daher gucke ich jetzt mal, ob er orgelt. Wenn er nicht orgelt, habe ich jetzt nämlich noch den Platz, den Anlasser wieder abzubauen. Also da komme ich halt deutlich besser ran und für Masse zu sorgen. Wenn er wunderbar orgelt, würde ich sagen, passt es erstmal. Genau, die dicken Plus- und Minuskabel sind angeschlossen. Es fehlen halt Kleinigkeiten hier. Dieselpumpe und so weiter, alles, Lüfter und. Ich hab's mir gedacht. Es war klar. Masseproblem. Die Anlasserkontaktstelle ist blank, die Schraube für den Anlasser ist blank, ich habe alle Kabel wieder angeschlossen. Batterie ist angeklemmt. Wehe, der orgelt jetzt nicht, ey. Geklackt hat er ja immerhin. Geht doch. Hörte sich auch ganz gut an, aber weiter orgeln tue ich jetzt noch nicht, denn ich habe noch kein Motoröl drin, kein Getriebeöl, Kühlwasser, Servoöl, alles, 1000 Stecker. Ja, jetzt kann ich aber erstmal beruhigt weiter anschließen, denn ich weiß, dass ich jetzt kein Masseproblem mehr habe. Also es kommt ordentlich was raus. Das spricht dafür, dass es jetzt erstmal eine Oberkante ist, so wie es sein soll. Gerade ist er ja auf der Hebebühne. Und dann nach 10 Kilometern, 3 Kilometern fülle ich nochmal nach. Also wirklich einmal nur durchs Dorf. Ich könnte auch auf der Hebebühne die Räder sich drehen lassen. Aber das will ich nicht, weil die Antriebswellen, die Manschetten, die inneren, die schubbern sonst ein bisschen. So, der Synchro ist wieder fertig zusammengebaut, bis auf die Motorwanne, die lasse ich noch ab, um nach der ersten Fahrt zu gucken, ob das Getriebe dicht ist, um nochmal nachzufüllen und. Einzige Problem ist, die Kupplung muss noch entlüftet werden, weil mein Gerät dafür irgendwie nicht mehr funktioniert, es ist kaputt, es ist undicht und es muss ja Druck aufbauen. Und Nina ist heute Abend unterwegs, morgen ist sie wieder da und das heißt, wir müssen morgen gemeinsam die Kupplung entlüften, denn allein ist es schwierig. Du bist drauf? Dann pump noch mal dreimal und bleib drauf stehen.
als Geräusch ist, glaube ich, schon mal weg. So, hochschalten kann ich in jeden Gang, also ich bin jetzt schon im fünften. Runterschalten teste ich gleich, ich fahre jetzt gerade einen Hügel hoch. Das war ja auch teilweise unter negativer Last, also einfach Motorbremse. Jetzt ist nur normales Reifenabrollgeräusch, würde ich sagen. Keine Fehlercodes. Gut, geht deutlich besser als Vincent. Aber ist halt auch der AXL. Da geht der Turbolader viel früher los, kürzeres Getriebe. Scheint funktioniert zu haben. Ja, Probefahrt war erfolgreich, kein Geräusch mehr, alles funktioniert reibungslos. Jetzt kontrolliere ich nochmal den Getriebeölstand, nur um sicher zu gehen. Und danach kommt die Motorwanne dran. Und in 1000 bis 2000 Kilometern, muss ich wie gesagt nochmal nachgucken, kommt auf jeden Fall die nächste Kontrolle. Beziehungsweise dann kommt der Getriebeölwechsel. Aber bevor ich das Getriebeöl wechsle, wenn ich dran denke, gucke ich halt nochmal nach dem Füllstand. Ja, es hat sich besser verteilt. Und jetzt geht natürlich nochmal was rein. Gut. Da kommt jetzt wieder ordentlich was raus. Das heißt, es ist voll. Ja, der Synchro fährt wieder, geräuschlos, was jedenfalls das Getriebe angeht. Ich hoffe, das hält jetzt auch eine Weile. Sollte er eigentlich, ist er komplett überholt, ist Garantie drauf und so weiter. Von daher sollte ich da jetzt eine Weile Ruhe haben. Ja, ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn das so war, lasst doch gern einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es hier mit dem Synchro, mit dem Haus oder den ganzen anderen Projekten weitergeht, dann abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute, und tschüss.